Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Ich bin klüm und in der letzten Folge sind wir von der Gamescom wieder zurückgekommen, beziehungsweise ich bin zurückgekommen. War wieder mal ein bisschen verpeilt, aber das ist ja immer so. Und wir haben das Ding gebaut, die Crystal Growth Chamber, indem wir, ähm, das kann ich mir ganz kurz zeigen, wir craften uns einfach nochmal was davon. Und dafür müssen wir aber erstmal Ja, ME-System-Scroller, Hashtag, warum machst du das überhaupt, klüm? Äh, haben wir davon überhaupt noch nichts? Kann ich das jetzt so kurz zeigen oder nicht? Doch, kann ich. Perfekt. Sehr gut. Davon brauche ich eins. Und dann ballere ich das mal ganz kurz hier rein. Zack. Irgendwer ruft an. Telefon weg. Keine Ahnung, wer den angerufen hat. So, wir haben das Ding hier. Und das Ding, damit können wir dann, warte mal, das mache ich mal ganz kurz. Das ballere ich hier rein. Ähm, jetzt bin ich raus. Nee, warte. Das Ding wollten uns herstellen. Ich zeige es mal ganz kurz. Daraus können wir uns die Dinge herstellen. Und die können wir hier reinpacken. Und die werden zu erwachsenen Kristallen die wir für andere Rezepte brauchen. Das heißt, wir können quasi unsere ähm, Kristalle, die wir haben, verdoppeln und wir können dann auch andere Kristalle herstellen. Certus äh, Quads können wir zum Beispiel herstellen und daraus machen wir das und daraus werden dann halt diese großen Kristalle, die hier drin echt nicht lange brauchen. Also ihr seht das schon, das geht recht flott und hier nehme ich mal ganz kurz den äh, Octadic Capacitor und baller den hier rein. Und äh, was ich auch machen will, ich will jetzt gerade erstmal am Anfang der Folge, das können wir jetzt eigentlich easy peasy machen, wir craften uns nochmal so ein. Der ist ja recht easy zu machen. Jetzt haben wir zwei Double Layer da drin und dann möchte ich ganz kurz einfach nur, ähm, weil ich mal schnellere Maschinen haben will, ähm, noch einen weiteren großen Kapazitor bauen, also diesen Octetic Kapazitor. Dafür brauchen wir, glaube ich, noch mehr Metal, also Shiny Metal. Äh, äh, nicht Shiny Metal, sondern Vibrant und Alloys. Davon haben wir nämlich, genau, davon haben wir nämlich gar keins mehr. Und äh, ja, wie man das herstellt, weiß ich mittlerweile auch. Also ist das schon mal alles gar kein Problem. Dafür brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hiervon und dann noch sechs Enderperlen. So, gar kein Problem. Und die ballern wir dann hier rein. Ganz kurz mal Alloys Only. Und dann ballern wir das nämlich da rein. Das geht raus. Und da werden dann die Dinge herkommen. So. Das hier baue ich mal ganz kurz ab, weil das brauchen wir nicht. Und ups. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Das ballere ich mal hier ganz kurz alles rein. So, einfach reingeballert. Und dann können wir nämlich die Chest direkt darunter. Ich weiß nicht, warum ich die Chest jemals nicht direkt darunter geballert habe. Äh, er, er schließt sich für mich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich dachte, als ich das hier alles gebaut habe. Holy shit. Das war auf jeden Fall äh, ein Fehler. Ähm, okay. Das wird jetzt lustig, das hier alles reinzuballern. So. Ja, egal. Ähm, die diamant haben wir aufgenommen. Die können wir jetzt hier hinstellen, die Eisenchest hier hin. Und, ach so, okay, ich weiß wieder, was ich mir dachte. Ich habe sicher, ich weiß es wieder. Aber gut, dann nehmen wir halt, dann machen wir es halt nochmal ganz kurz so. Wir, es, es bleibt auch nicht mehr lange hier stehen, aber wenigstens, dass wir vernünftige Kabel hier haben, die äh, unser. Ja, guck mal, die, die kommen sogar da rein, die Items, aber bringt halt auch nichts, ne? So, dass wir hier vernünftige Kabel haben, ähm, die wir hier rein. Wir können das hier jetzt eigentlich auch schon automatisieren. Aber egal, ich will, ich will jetzt alles nicht so kompliziert machen, ich möchte einfach nur, dass es das hier rauskommt. Und zwar ohne Problem. Und äh, hier Inserted und auch hier soll der Extracten, aber mit Channel Braun, bitte. Ja, ist ja egal. Und hier soll der Inserten mit Channel braun. So, dass das hier sich nicht irgendwie, ne? Ihr wisst schon, so verbindet. Perfekt. Dann ballern wir das hier rein. Zack, zack, zack. Ach, Zack, äh, zack, zack. Easy. Ich baller einfach mal alles da rein. Und das, was ich nicht da reinballern will, hole ich mir einfach mal wieder raus. So, das hier nämlich zum Beispiel. Perfekt. So, ich kümmere mich da später drum. So, jetzt können wir uns aber ein Glowstone basteln. Denn den brauchen wir für den Capacitor. Glowstone. Eigentlich wollte ich nur kurz... Äh, ja, kennt man ja. Nur mal kurz eben was machen. Das hier reinballern. Und dann basteln wir den Capacitor. Den wir haben wollen. Und zwar der hier. Darf ich? Danke. Hä? Achso, es lag wieder so ein bisschen. La, 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 Darf ich jetzt? Nein. Hä? What? Hä? Ah. <laughs> Minecraft. Mal wieder. So, perfekt. Guck mal, da müsste jetzt eigentlich alles, wenn ich den jetzt auf Furnace Only stelle, müsste der viel, viel schneller sein. Das sollte alles... Ja, genau. Perfekt. So, das ist das erste, was ich machen wollte. Dann das zweite ist aber äh, eine Sache, die wir noch gar nicht angefangen haben und die Folge geht schon vier Minuten. <laughs> Wie soll ich das alles schaffen? Ich brauche Schafe und, Gotts Willen, ey, da geht's auch schon wieder mega ab. Oh, kann ich das schnell reparieren oder so? Die ganzen Pumpkins hier raus, die ganzen Erdblöcke hier raus, die ganzen Soul blöcke hier raus, wobei das jetzt noch nicht mal das Wertvollste ist. Aber das hier kann man auch daraus. Kommen wir, bekommen wir hier raus Wolle? Ich glaube nicht, oder? Wolle wäre nämlich echt was, was ich gerade brauchen würde. Ja äh, egal, das ballern wir erstmal ins ME-System wieder. Und ihr seht schon, das ME-System ist schon. Boah, es ist, es ist schon sehr voll. Ähm, es ist schon sehr, sehr voll. Deswegen, äh, Müssen wir uns ein bisschen ranhalten. So, wir brauchen Wolle. Und dafür... Ich möchte es auf einen, auf einen spaßigen Weg machen. Ich möchte die Schafe fangen. Und zwar mit dem Safari-Netz, weil ich das witzig finde. Dafür brauchen wir erstmal den Safari-Net-Launcher. Den sollten wir uns sogar herstellen können. Ich glaube, wir haben alles dafür. Perfekt. Und dafür brauchen wir Safari-Netze. Dafür sollten wir auch alles haben. Per... Ja, Server, dankeschön. Hä, warum kann ich nicht raus... Um oh, Gottes Willen, Server, bitte. Nein. Okay, dann gehe ich mal hier hin. Oh, coole Kiste. Darf ich jetzt? Nein. Dürfte ich die bitte da rausnehmen? Holy shit. Hallo. Mann. Der Server mobbt mich, Leute. Habe ich hier vielleicht noch. Ich brauche ich brauch nur zwei Stück. Ich habe doch mal irgendwann welche gefunden, oder? Sind hier Safari-Netze drin? Nö, ich glaube nicht. Sind hier was drin? Ja, guck mal. Wir können sogar sortieren. Voll sortiert jetzt. Also der Knopf, der bringt es halt wirklich gut. Äh, nö, aber wir können uns. Gast spawnen. Das machen wir irgendwann bei irgendwem. Ähm, hm. Hm. Warum kann ich nicht craften? Okay, warte mal. Ich nehme mal. Ich nehme mal alles, was ich zum Craften dafür brauche, raus. Vielleicht geht es halt einfach nur nicht im MME-System. Kann ja manchmal sein, glaube ich vielleicht. Vielleicht auch nicht. Guck mal, hier haben wir String. 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 Danke. Und dann haben wir noch eine normale Workbench irgendwo. Uh, uh. Workbench. Ne, nur Auto-Workbenches. Haben wir nirgendwo mehr eine normale... Hier haben wir eine Crafting Station. Sehr gut. Hä? Äh? Das ist ein Tinker-Table. Wo ist denn... Hat denn irgendjemand noch eine normale Workbench? Okay, ich, kann, ich denke, ich kann mir einfach eine craften. Einfach ein bisschen Wood. Ähm, so. Ohne String. Zack, 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 zack. Kein Plan, ob es das jetzt irgendwie bringt. Aber probieren kann man es ja mal. So, warum habe ich jetzt zwei gecraftet? Keine Planung. So, das hier in die Mitte und das hier da rein. safari -Netz. Ja, jetzt funktioniert es. Verrückte Welt. So, perfekt. Damit fangen wir dann jetzt. Ich habe hier irgendwo Schafe gesehen in der letzten Folge. Deswegen sagte ich, ja, ein bisschen merken und so. Äh, damit fliegen wir jetzt ein bisschen in die Richtung, weil ich weiß, dass da Schafe waren. Ich meine, es war die Richtung, ich bin mir ziemlich sicher. Und dann können wir die Schafe nämlich mitnehmen, denn ich brauche Wolle für das, was ich jetzt machen will. Ähm, und deswegen nehme ich mir einfach mal zwei Schafe mit, dann habe ich äh, Schafe, dann kann ich die breeden und dann äh, können wir uns noch eine automatische Schaffarm bauen. Aber das ist was, was ich erledigen muss. Dann äh, danach können wir uns die Kabel bauen, die ich brauche. Und danach würde ich gerne in dieser Folge schon, ich glaube, das schaffen wir auch noch, weil wir recht gut in der Zeit liegen. Ähm, können wir uns ein bisschen mit dem ME-System. Oh, guck mal, da ist so ein, so ein Schießtyp. Ich habe auch so ein Schießding. Du bist tot. Er hat nichts gedroppt. Schade, ich hätte gedacht, er droppt irgendwas Cooles. Aber nö. Hat er nichts Cooles gedroppt. Warum ist mein... Warum ist der nicht voll aufgeladen? Da muss ich aber gleich nochmal gucken, ob unser Wireless Charger noch aktiv ist. Ich glaube sogar nicht, weil ich ein bisschen was umgebaut habe in der letzten Folge. Oder, äh, nee, in der vorletzten Folge war es. Oh, wir haben eine Oase. Geil, das habe ich noch nie gesehen. Das ist so eine, so eine Oase in der Wüste, ne? Also ich glaube, hier sind wir auch irgendwo gleich bei den Schafen. Desert. Oasis, tatsächlich, das ist eine Oase. Das ist ja mega geil. Und ein Creeper ist hier am Start. Der kümmert uns aber nicht. Genau, hier sind wir lang geflogen. War hier der Meteorit, den wir entdeckt haben? Dann sollten wir jetzt jeden Moment bei den Schafen sein. Jetzt ich mal meinen, doch, mein Teleporter habe ich sogar dabei. Das heißt, ich muss nicht mal mehr zurückfliegen, sobald ich die Schafe gefunden habe. Nee, das war nicht der Meteorit, den wir gefunden haben. Ich habe mich fast verflogen. Aber nur fast. Ich glaube, ich muss in die Richtung. So, Skelette sind ja ganz egal. So, hoffentlich finden wir die Schafe jetzt schnell, sonst zieht uns das mega im Zeitplan nach hinten. Der Zeitplan, da waren Kühe, aber die bringen uns gerade halt echt mal nichts. Weil wir Schafe brauchen. Schafe? Also, bestimmt hatte auch jemand aus dem Projekt Schafe, aber ich möchte meine eigenen Schafe holen. Und ich hoffe, das klappt mit dem Safari-Net-Launcher, denn so habe ich es probiert in der Singleplayer-Welt und da hat es funktioniert. Also, da, da waren die Schafe irgendwo. Da hinten. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die Schafe irgendwo in diesem Biom waren. Bitte, Schafe? Und ich ballere mir diese Fahrräder jetzt mal ganz hier hin. Dann habe ich die so ein bisschen im Blick. Hier sind Kühe. Mhm, mh, mh, mh. Die werden nicht auf der Minimap angezeigt. Warum auch immer. Aha! Schafe! Schafis! So. <laughs> Schafe, so. Schaf Nummer 1. Gebäm! Ah, das geht gar ja nicht so. Wie mache ich das jetzt? Sneak, click zu Charge Mode. Ah, Capture Mode. Haha, Pokéball los. So, und jetzt? Ein Schieb. Aha, sehr gut. So, und. Haha, Pokéball. So. Das Ding ist voll cool. So, hiermit können wir jetzt, uns jetzt äh, Viecher fangen. Und zwei Schafe habe ich schon. Ich glaube, ich fange einfach nochmal ein drittes Schaf. Einfach nur weil. Sind das. Ne, das sind diese Butania-Blumen, ne? Die brauche ich nämlich gerade nicht. Eine äh, normale rote Blume hätte ich aber genommen. So, du bist auch tot. Beziehungsweise nicht tot, sondern eingefangen. Geil. Single Use. Dann teleportieren wir uns mal zurück nach Klüm. Zack. Easy peasy. Und dann können wir nämlich hier irgendwo. Die Frage ist, wo. Ich glaube, ich baller die irgendwo unterirdisch in mein System. Ähm, um, können wir die Schafe rauslassen? Hm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo. Und ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie tief ich den ganzen Quatsch bauen will. Ich will schon. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich baue das einfach mal auf der Höhe. Aber wenn ich das auf der Höhe baue, habe ich unten wenig Platz für noch mehr Mods. Irgendwann wird dann der Platz hier eng, Leute. Das möchte ich damit sagen. Wie viel weit runter können wir eigentlich noch gehen, wenn wir hier stehen? Ja, und tatsächlich lädt das Zeug nicht auf. So, ich versuche mal. Da ist Bedrock. Okay, also nicht mehr viel weiter runter. Und hier wird es auch ätzen mit dem Void Fog. Also werde ich wahrscheinlich die Labore nur, sowieso nur bis hier bauen. Also haben wir 1, 2, 3, 4 Labore, haben wir schon. Dann passen noch 1, 2, 3, 4 da drunter. Und dann vielleicht nochmal 1, 2, 3, 4. Und dann in der Mitte halt noch. Und da und da. Also, ja, okay, wir haben genug Platz. So, trotzdem möchte ich gerne mal die Sheepies. Ähm. Hm. Ich nehme mal ganz kurz Erde. Äh, was ist das ja eigentlich? Hardride, ah, okay. Ähm, Dirt. Nehmen wir uns mal ganz kurz raus. Und zwar. Ein paar Stacks. So. Und dann holen wir uns mal unseren Builders Wand, der hier rechts. Was ist das denn für ein Ei? Zombie Pigman, okay. Ähm, wo ist unser Builders Wand? Äh, Wand. Achso, nee. Da, da. Ha. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Da ist er. So. Sehr gut. Den brauchen wir. Und dann ballern wir die scharfen unten hin. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute. Ähm. Äh, wir müssen irgendwie nur an die Ecke kommen. Äh, die Frage ist, wie. Und irgendwie gibt es einen Shortcut für. Ah, guck mal. Perfekt, guck mal. Hier sind wir doch schon. Das hier brauche ich aber nicht. So. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. So, sehr gut. Und dann machen wir das hier nochmal. Dann haben wir hier, ich glaube, 10 kann das, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nur okay. 9, 10, 11. Und dann sollten wir hier auch eine 11x11 Plattform haben, which is sehr, sehr nice. Zack, zack, zack. 16 Uhr haben wir, verrückt. So. Und dann müssen wir mal ganz kurz hochfliegen. Ich hoffe, das spawnt jetzt gerade mal nichts. Wahrscheinlich spawnt er jetzt, wenn ich wieder runterfliege, das ist da alles einfach. Äh, Torches haben wir bestimmt auch hier irgendwo drin, oder? Ja, ich weiß. Oh, guck mal, Torches. Ha, ich wollte gerade sagen, ich muss nicht, ich darf nicht durchscrollen. Aber das habe ich trotzdem gemacht und Erfolg gehabt. So. Zack. Zack. Na, wenn schon richtig. Und dann. Kein, kein, okay. <laughs> wenn schon richtig, ne? So. Dann ziehen wir hier einfach am Rand die Erdmauer hoch, um die Schafe nicht rauszulassen. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht die schönste Art, aber ich will einfach nur meine Schafe hier drin haben. Und äh, habe keinen Bock, dass die hier rausschafen. Was weiß ich? Rausgehen. Zu Fuß. So, perfekt. Guck mal, das ist hoch, das ist hoch. Alle sind zufrieden. Die Schafe nicht, weil sie werden eingesperrt. Aber das ist alles voll in Ordnung. Besser als bei Zombies in der Wildnis zu leben, ne? So. Hier ballern wir jetzt die Schafe rein. Ich hätte vielleicht so. Haha! Haha! Guck mal, Schafis. So, perfekt. Und dann holen wir uns hier von hier oben nochmal ganz kurz äh, irgendwo hier Gras. Und ich baller hier im Boden mal Gras rein. So. So. Das hätte ich direkt aus Gras bauen können, aber warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht, nicht wahr? So. Ich weiß gar nicht, essen die Gras schon in der Version von Minecraft? Weil wir spielen ja nicht auf der neuesten Version von Minecraft, das ist ja klar, weil Modpack und so. So, hoffentlich wandern die jetzt da nicht lang. Easy. So. Dann sollte sich das Gras ja auch vermehren. So, wofür habe ich die Schafe geholt für Wolle? Wofür brauchen wir Wolle, zeige ich euch gleich. So. Perfekt, das ist also abgeschlossen. Ähm, das war ich hier nochmal ganz kurz rein. Ich möchte mal jetzt mal ganz kurz gucken, warum zum Teufel? Warte mal, wo zum Teufel? <laughs> Vielleicht erstmal. Äh, habe ich den komplett abgebaut? Habe ich, kom hab ich den komplett... Habe ich den komplett... Ja, ich habe den komplett abgebaut. Warum habe ich das denn gemacht? Den Wireless Charger, den muss ich irgendwie wieder hier dranhängen. Sonst chargt der hier nichts. So, zack. Und schon ist das Ding wieder voll. Sehr schön. Perfekt. Und das juckt halt immer noch nicht. Da haben wir immer noch 10 Millionen RF. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen einen riesigen Speicherklotz davon. Äh, egal, was wir jetzt machen wollen. Wir haben ja in der letzten Folge erfolgreich das Ding gemacht, was ich immer noch im habe. Aus gutem Grund, übrigens. Ähm, den Safari Net Launcher, der ist super lustig. Einfach, den behalte ich auf jeden Fall. Ähm, so, was machen wir jetzt? Jetzt ähm, brauchen wir Cable. Und zwar, wenn ich mal ganz kurz suche, Applied Energetics. So, das ist nämlich die Mod, mit der wir jetzt arbeiten. Wir brauchen, beziehungsweise ich will haben das Smart Cable, und zwar in Grün, ich will alles in Grün haben, und ähm, das große Cable, das Dance Cable, ebenfalls in Grün. So, erstmal Dance Cable. Was ist das denn jetzt schon wieder? Dabei brauchen wir das Dance Cable Fluix. Brauchen wir das Dance Cable Fluix? Ne, wir brauchen das ganz normale Dance Cable, oder? ME Dance Cable Fluix? Ne, wir müssen, wir können uns nur das Fluix herstellen, oder? Ja, genau, ich glaube schon. So. Da machen wir jetzt das fluid dance cable Dafür brauchen wir Covered-Cable. Und dafür brauchen wir einfach ähm, das normale glas Und das müssen wir covern, äh, covern mit Wool. Und deswegen ähm, habe ich mir auch das Ding gebaut, was ich mir halt gerade gebaut habe. Ähm, ne, deswegen habe ich mir nichts gebaut. Deswegen habe ich die Schafe geholt. So, ich sollte lernen, was ich tue. Haben wir Weed? Ja. War. Nee, Weed. So. Sogar gar, echt wenig, hä? Warum? Egal. So, jetzt können wir die Schafe schon mal. Hallöche, meine Freunde. So. Ihr habt ganz viele Schafbabys. Und euch nehme ich die Wolle ab. Dann seid ihr zufrieden. Und äh, das ist jetzt meine Wollproduktion. Und hier muss ich mal ganz kurz gucken. Hier sollte auch eigentlich Weed hergestellt werden. Viel zu wenig Weed, ey. Viel zu viel Holz, viel zu wenig Weed. Ähm ich mach mal folgendes kurz. Ich beleg mal. Die unteren Reihen mit Weed. Gottes Willen, es wird zu schnell aufgefüllt, ne? Ähm, aber das ist gut. Wir brauchen das ganze andere Holz, nämlich auch noch, um unser Haus zu bauen. Und äh, deswegen will ich auch so viel Holz haben. Deswegen lasse ich die Farben auch die ganze Zeit laufen. Ähm, so. Und. Ich glaube, so langsam aber sicher, ist unser ME-System auch schon ziemlich voll. Ich glaube, es hat langsam keinen Bock mehr, irgendwas für uns zu speichern. Äh, ja, es ist. <laughs> Also, wir haben noch eine 1K-Storage-Cell voll und dann hätten wir noch einen Platz, aber das ist ja auch alles nicht das Wahre, ne? Wir wollen das doch vernünftig machen. So, was brauchen wir jetzt also? Wir brauchen das, Den wir brauchen erstmal das Flüx-Kabel, wir brauchen erstmal das Covered-Kabel. So, und das Covered-Kabel stellen wir her mit dem und das stellen wir so her. So, jetzt haben wir noch mehr Wolle da und deswegen stelle ich mal acht Stück davon her. Wir brauchen viel, viel mehr Wolle. Ähm, hätte ich so nicht mitgerechnet, dass wir so viel Wolle brauchen. Ich habe es nämlich nicht nachgerechnet. Ähm. Das Dance-Cable wir, bräuchten wir jetzt für den Anfang nicht. Das will ich aber auf jeden Fall später haben. Deswegen mache ich erstmal das Smart-Cable. Dafür brauchen wir das normale Smart Cable. Das wird einfach so hergestellt. Dann stelle ich mir mal alle Smart Cable her, die ich herstellen kann. Das sind acht Stück immerhin. Und dann kann ich mir nämlich das grüne Smart Cable bauen. So, geil. Und äh, dann würde ich sogar schon mal fast ganz kurz mein ME-System ab. Da sind jetzt alle Items drin, die wir besitzen. So, wenn wir jetzt sterben im Lava, <laughs> höre ich auf mit Novus. So, ähm, das kann ich, glaube ich, einfach safe abbauen. Sehr nice, das sind die Advanced ähm, Cables da. Das kann ich auch abbauen. Die Tür kann ich erstmal auch abbauen. So, dann brauchen wir, verdammt, wir brauchen unser ME-System, weil da jetzt genau das drin ist, was wir gerade brauchen. <laughs> Gut, dann. Hm, stellen wir das mal wieder ganz kurz hin. Wir brauchen unseren Energy Acceptor. Wir brauchen unser das hier. Ich weiß nicht, in welcher Festplatte das drin ist. Deswegen baller ich mal wieder alle rein. Oh, nicht fallen lassen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Das ist eine 4K sogar. Hm, da wird ganz schön viel drin sein. So. Ähm, dann brauchen wir. Ich. Es war jetzt. Habe ich das jetzt weggemacht? Nein, gut. Sonst hätte ich da hinfliegen müssen. Da hätte ich keine Lust drauf gehabt. Portal Gun, Böse. So. Ähm. Dann stellen wir das hier nochmal ganz kurz drauf und das hier nochmal ganz kurz drauf. Und dann brauchen wir nämlich, ich habe den nämlich gerade eben aus Versehen da reingeschifftet, eben als wir so am Werkeln waren. Wo ist es denn? Das Ding brauchen wir. So, jetzt können wir es abbauen. So, danke, 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 danke. So, so. Habe ich das gedroppt? Habe ich alles aufgesammelt? Das Ding brauchen wir, das Ding brauchen wir, das Ding brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber egal, wir haben alles, glaube ich. Sehr gut. Dann fliegen wir mal wieder hoch. Ist ja, ist, äh, wow, ist ja krass, dass wir mal wieder hochfliegen. So. Und ähm, dann. Erstmal hierzu. Ich weiß es gerade nicht, wie ich das hier bauen will. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich die Stromversorgung mindestens um einen weiter nach hinten verlegen will. Ich glaube, ich habe gerade so viel Strom, dass es das funktioniert. Die Dinger werden gerade gleich alle keinen Strom mehr haben. Am liebsten würde ich das mit meiner Wrench machen, aber die ist sehr wahrscheinlich in dem ME-System. Und deswegen, ah, deswegen ist meine Hauptpriorität erstmal das ME-System wiederherzustellen. So, erstmal können wir hier. So. Dann benutze ich das noch, weil die Kabel miteinander <laughs> sieht so dämlich aus. Äh, das geht auch. Dann kann ich das noch abbauen. Sehr gut. Dann kommt der Controller hier hin. Den werde ich irgendwann größer bauen und anders, aber jetzt passt er erstmal hier hin. Oh, der sieht so cool aus. Und an jeder Stelle kann ich jetzt 32 Channels abzwacken, sag ich mal. So. Und äh, mit so einem kleinen Kabel. Das. Ach, jetzt habe ich es wieder ausgemacht, ne? Ich glaube. Oh, ich glaube, warte mal. Ah, ne, wenn ich da drücke, stoppt man auf. Egal, das machen wir später. Äh, normalerweise können wir jetzt sehen, wie viel, aber ich habe das hier, das ne, wo dran steht, wie viel. Das habe ich gerade deaktiviert. Weil, äh, erkläre ich irgendwann mal später. So, da können wir jetzt, also hier können wir jetzt auf jeden Fall. Ähm, äh, hier könnten wir dann nochmal weitergehen. Da könnten wir dann das hier reinschließen. Da könnten wir unsere ganzen Festplatten wieder reinballern. So, die ballern wir jetzt hier dran. Und dann haben wir hier aber... Oder Warte mal, das mache ich nochmal ganz kurz. Kann ich das einfach abbauen? Ja, das geht. Sehr gut. Dann baue ich das auch nochmal ganz kurz ab. Zack, 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 zack. Zack. Das ballern wir hier dran. Und dann können wir hier dran nämlich einfach unser Terminal dran hängen. Und das ist grün. <laughs> das ist grün, das ist so geil. Weil das Kabel grün ist, ist das Terminal grün. Deswegen wollte ich alles grün haben. Und da können wir jetzt wieder drauf zugreifen. Perfekt, Leute. So, dieser Control, also hier seht ihr schon, äh, da seht ihr einen kleinen grünen Streifen. Der da, wo jetzt mein Dingens ist. Und wenn ich hier noch mehr Maschinen dranhängen würde, dann würde da immer mehr werden. Und an dieses Kabel, durch das Kabel, können nur acht Geräte angeschlossen werden. Und das fette Kabel, das hier, das dance kabel da können 32 Geräte dran angeschlossen werden. An jeder Seite hier, also hier... Hier, hier können jeweils 32 Geräte angeschlossen werden. Das heißt, das kleine Ding wird uns erstmal reichen, aber das müssen wir auf jeden Fall größer bauen. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn diese Folge ist schon wieder vorbei. Äh, aber eine Sache möchte ich in dieser Folge dann doch noch machen. Ähm, leider, 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 leider geht das, was ich eigentlich machen will, nicht, weil. Eigentlich, also es gibt so eine Fassade, dass das in der Wand integriert ist. Das funktioniert aber leider nicht mit den Fassaden, die es äh, in dieser Mod gibt. Äh, wir müssen uns was craften. Und zwar habe ich gerade den Namen vergessen, aber es müsste ja irgendwo zu finden sein. Ähm, blöderweise ist das sehr, 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 sehr klein. Da ist es. Ah, guck mal, gefunden. So, dafür brauchen wir irgendein. So brauchen wir ein so ein Ding. Zack. Und wo war das jetzt gleich? Boah, ich habe es schon wieder verloren. Da. Hä, war das nicht eben da rechts an? Ist auch egal. So, zack. Daraus können wir dann ganz viele herstellen. Und dann machen wir die hier so drum. Eigentlich, das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Ähm, wollte. Ich mach mal das, was ich jetzt im Prinzip machen werde. Ich mach das hier. Aber eigentlich wollte ich. Ähm. Warte mal. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Die Laborblöcke. Labor habe ich noch Laborblöcke. Lab Aha, 400 Stück. Also reicht knapp. So, eigentlich wollte ich das hier machen. Und äh, man kann damit quasi die Dinger heiden. Eigentlich wollte ich das hier machen. Aber das sieht man mega. Das sieht man mega krass. Und jetzt muss ich mir ganz kurz eine ähm, Applied Energetic äh, Ranch machen. Äh, das ist einfach nur die. Die hier. Ich kann mir aber auch, glaube ich, die hier machen. Ich glaube, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Und davon habe ich, glaube ich, mehr. So. Äh, dann nehme ich mal ganz kurz das hier wieder ab. So. Und jetzt mache ich im Prinzip das. Obwohl, das sieht auch mega kacke aus. Ich muss die ganze Wand dann aus Quarz bauen. Naja, jedenfalls funktionieren die Laborblöcke, die ich benutzen will, nicht so ganz so gut mit dem ME-System. Das ist das, was ich eigentlich sagen will. Und, ähm, ja, das haben wir jetzt gebaut. Das hier ist ziemlich cool, weil dann sehen wir komplett alles, was Fassade ist, sehen wir nicht. Also quasi so wie die ender io dinger Hier haben wir auch, hier läuft Strom drum. Doppelstrom sogar. Nee, Strom- und item dax ist das, genau. So, und dann werden wir uns in der nächsten Folge darum kümmern, dass, ähm, dass die Items, die wir hier raus bekommen, aus unserer Quarry, beziehungsweise aus unserem Digital Miner oder aus unserem Item-Eingang, der das ja nun mal ist, die werden automatisch äh, in unser ME-System reingeballert und hier kommt kaum Strom hin. Warum? Hä? Da kommt... Warum kommt da kaum Strom an? Schaffen die nicht so viel? 5000 RF? Oder verbraucht der Controller einfach nur so übel viel Energie? Es kann natürlich sein, dass der Controller so übel viel Energie verbraucht. Das wird mir zum Gle äh, leider nicht bei Ney angezeigt. Was sagt der denn hier? Den juckt das noch immer nicht. Was ist denn, wenn ich hier nochmal zusätzlich. Ach, das bringt gar nichts, gell? Jetzt ist es komplett leer, kurz. Keine Ahnung, also Advanced ich, ich guck mal ganz kurz, ob ich das kurz fixen kann, bevor ich vom Server gehe. Ähm, anscheinend zieht der übel viel Strom. So, jetzt haben wir doppelt Kabel quasi. Ja, jetzt, jetzt, jetzt läuft es auch rund. Aber ein Kabel reicht nicht für den Durchsatz. Heftig. Glaube ich jedenfalls. Weil hier haben wir noch, haben wir haben ja quasi alles angeschlossen. Wir haben die Lichter angeschlossen, wir haben da alles angeschlossen, wir haben das hier alles. Hängt, glaube ich, alles an dieser einen Leitung. Und äh, dann wird, wird die Leitung langsam auch schwach äh, mit K. Hä? So, vielleicht sollte man es auch. Vielleicht sollte man es auch komplett. Hä? Mechan Mechanism. Ist doch Mechanism oder bin ich gerade blöd? Ich will nämlich die Kabel äh, kurz sehen. Ähm. Oh Gott, wenn ich die finde. Da, das ist das Advanced Elite Pressurized Tube. Hä, ja, das ist aber. Das macht Millibuckets. So. Ultimate Pressurized Tube, ist das das höchste? Advanced? Also das sind die Pressurized Tubes. Oh, äh. Elite Universal Kabel. genau, da kommt 5000 er da kommt 25.000.000. Ja, genau. Und da kommt Tausend. Was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir im Prinzip ein Reinforced Alloy, das übel leicht herzustellen ist. Holy fuck, warum ist denn bei Mechanism alles so mega günstig? Dafür brauchen wir, Atomic Alloy war auch nicht so schwer herzustellen. Dafür braucht man ein Reinforced Alloy und das halt mit Obsidian. Ja, dann bauen wir irgendwann nochmal alles mit Kabeln um. Aber wir haben jetzt unser ME-System auf jeden Fall schon mal aufs nächste Level gebracht. Wir haben äh, das ME-System nicht mehr als ME-System mit einem kleinen Energy-Acceptor, der da so ein bisschen rumhängt, sondern wir haben... Oh, das hier muss ich auch noch anschließen. Wir haben unser ME-System jetzt vernünftig an einem äh, ME-Controller. Und äh, hier können wir easy-peasy darauf zugreifen. Und Hier wird unser kleiner Serverraum sein, wo so ein bisschen gekrimselt drin steht. Äh, in der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir dann noch ein weiteres ME-Drive bauen. Und ähm, habe ich schon gesagt, wir werden uns ein weiteres ME-Drive bauen und ein paar Festplatten, damit wir ein bisschen mehr Zeugs reinpacken können in unser ME-System. Warum kann ich da nicht hochspringen? Betrug! Und... Äh, dann werden wir mal gucken. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann äh, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Novus. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wieder ein bisschen überzogen. Egal. Tschüss.